Hallo, mein Name ist Kimono Wolf und willkommen zurück zu Dark Museum Might and Magic. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal hier weiter auf dem Schiff um. So, okay. Und wollen wir mal gucken, was wir hier so alles finden und zerkloppen können. Immer noch drei Glaswache. Zum Beispiel die da Dienst oben. ist doch leicht. Wenn Es würde ich mich mal interessieren, ob irgendwo wir auch helfe durch ich mich dieses Gitter hier selbst. bezirzen können. Nein? Ah, verdammt. Okay, hätte es sein können. Sonst irgendwoher? Nein. Hier ist ein Gitter. Ein paar Kisten. Ah, okay, da, guck mal, da kommt doch sogar jemand. Bam. Ah, fliehen würde ich doch niemals wagen. Zack. So. Bisschen Fleisch aufheben. Ach, da ist jemand. Okay. Ja, nein, nein, komm hierher. Komm hierher. Komm, 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 komm hierher. Ja, hier die Treppe runter. Die Treppe runter. Ja, ganz vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Und Matschepampe. Okay. Ja, es ist traurig, dass es so kommen musste. Aber naja, es ließ sich nicht vermeiden. Wir gehen wieder nach oben und zertreten dieses Kästchen. Nicht runterfallen. Nein, nein, nein. Okay, dann noch die hier. Fällt das für sowas runter. Oder auch nicht. So, die auch noch. Irgendwas Nützliches drin. Na gut. Wir brauchen aber noch den Mana-Trank. Ich meine, wir sind hier verfluchte Magier, also. Achso, hier ist er. Zack. Und weiter. Ja. Ab nach oben. Langsam kommen wir wieder aufs Deck. Oder zumindest in die Richtung. Komm, nein. Hier auf und rein. Nein? Hallo? Warte mal, hä? Wir kommen hierher? Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Schlüssel? Ach, ein Schlüssel. Ja, guck mal. Verflucht. Hallo? Hast du einen Schlüssel gehabt? Nein? Verdammt nochmal. Jetzt habe ich die da hinten nicht richtig untersucht. Okay. So. Einer von euch muss ihn doch gehabt haben. Du, hä? Nein? Schneiderrabatt? Nein? Kurzschwert? Ja, dann du wahrscheinlich. Da. Es ist Einfacher nicht Schlüssel. Sinn, die Sachen anderer Leute durchzuwühlen. Wir sind vom gleichen Schlag, nicht wahr? Oh, ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob du die vorher alle tötest, aber ich muss das hier irgendwie machen. Okay. So. Ach, verdammt, wo war jetzt die Tür? Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Scheiße. Okay. Ach, da ist er doch. Zack. Und durch. Hier. Irgendwas Feines. Flasche mit Bärensaft und Ring der Arkanenbilanz. Das könnte doch was für uns sein. Maximales Mana um 10 erhöhen. Dann mal hier. Das ist doch besser. Schön. Das ist doch viel schöner. Maximales Mana um 10 erhöht. Das ist schön. Okay, wir können nur 20 Mahlzeiten tragen. Dann nehmen wir doch mal ein paar zu uns und können die hier wieder mitnehmen. Ich meine, man sollte immer so ein bisschen was zum Heilen da haben, obwohl ich auch meine Heilzauber habe, aber naja. Zeichen waren seit 20 Jahren eindeutig. Hallo! Sei bereit, du bist Da, und zack, und stirb. Und fall nett! Ach, verdammt. Fall nett! Fall nett! So. Schnell finden und zerschlagen. Oh, da ist noch einer. Okay. Halt, warte mal. Dann bist du ab jetzt. Verdammt. Hey. Meiner. Okay. Erstmal ein bisschen rumbezirzen. Das machen wir ja ganz gerne. Jetzt nehmen wir uns diese Kiste und. Verdammt. Wir nehmen diese Kiste und. Okay. Schön. Komm runter. Und wir nehmen die Kiste.
verdammt. Mann, also das mit der Kiste ist aber auch langsam. Okay, und fall mit. Und fall mit. Okay, der ist tot. Mann. Okay. Bei zwei so einfachen Gegnern, die schon direkt so schlecht dastehen, ist irgendwie... Okay. Ja gut, wir nehmen es einfach mal hin. Wir nehmen es hin. Und gehen weiter unseres Weges. So, warte mal. Hier, nein. Da haben wir noch eine. Warte mal, das leuchtet so. Ich würde gerne mal hier gerade gucken. Nee, okay. Hätte ja sein können, dass wir da vielleicht noch irgendwas öffnen können. Und... sieht irgendwie leer aus hier drüben. Sieht sogar so leer aus, dass wir einfach weitergehen können. Zack. Du, mich befreien. Mich befreien. Verdammt, wie lässt sich hier raus? Eine merkwürdige Fracht haben sie in diesen Kisten. Ich frage mich, was passieren würde, wenn sie frei kämen. Das werden wir jetzt rausfinden. So, ich habe euch befreit. Angriff! Nicht mich angreifen, nicht mich angreifen. Okay, greift euch schön gegenseitig an, das habe ich viel lieber. Mal so ein bisschen wieder die Umgebung hier zum Nutzen machen. Okay. Guck mal, kann ich hier das mal irgendwie runterschubsen? Das wäre mal ganz schön. Ah, naja, ich denke, wir müssen hier sowieso erstmal runter. Ah, da hinten müssen wir hoch. Lasst ihr mich jetzt in Ruhe? Vielleicht? Es wäre total toll, wenn ihr mich jetzt in Ruhe lasst. Ich meine, ich habe euch befreit. Ne? Ich habe euch befreit. Seid lieb. Okay, ja, sie sind lieb, ey, wie toll. So, okay. Können wir sonst noch irgendwo her? Nein? Irgendwas bitten? Ja. Ach, okay. Irgendeiner von denen hat wieder einen Schlüssel gehabt. Komm, runter. Ach, du sollst runtergehen. Springen. Okay, dann halt hierher. Irgendeiner muss einen Schlüssel gehabt haben. Hast du einen Schlüssel? Ein Schlüssel. Okay. Und noch direkt eine Kiste. Das ist schön. Und dann noch eine Kiste. Wird immer besser. Torte. Okay, erstmal vorsichtig, dass ich euch noch abwische. Okay, mal ein bisschen wieder heilen. Wir wurden ja eben doch ein bisschen getroffen. Jetzt wieder hoch und ab durch die Mitte. Zack. So, ein bisschen Saft. Und nach oben. Jetzt müssten wir aber doch langsam wieder an Deck sein. Niemand. Niemand. Bleib sofort stehen. Ich bin nicht da. Du bist ein toter Mann. Weißt du, was ich mit den Leuten mache, die mir zu nahe kommen? Ja, genau. Ich schub sie da runter. Verdammt. Verdammt. Er ist schon tot. Du bist noch nicht tot. Und du fliegst. Oh, Schild des Dunkelwächters. Und der ist auch schon tot. Ja, das kann doch nicht sein. Eben die Gegner waren doch viel robuster, sage ich mal, ja. Die nippeln viel zu schnell jetzt ab. Können wir hier? Oh, ein Bogen. Naja, wir sind zwar jetzt nicht unbedingt die Meister mit dem Bogen. Vielleicht auch, weil wir es noch nie probiert haben. Aber naja. Ups. So. Nein! Oh, ah, da ist noch einer. Ah, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Ja, wisst ihr, was das heißt? Verdammt. Wisst ihr, was das heißt? So, schön. Endlich. Zack. Nicht mich. Nicht mich. Nicht mich. Nicht mich. Du. Verdammt, ich hab nicht genug Mana. Okay, dann halt mit dem Stab und ausweichen und schlagen und treten und zuweisen. Nein, können wir nicht. Verdammt. Wie hängst du denn da? Das sah nicht gut aus. Ja, wenigstens lebt der jetzt noch. Ach,
Ach, na, stirb doch. Oh. Oh, Fertigkeitspunkte. Wir mögen Fertigkeitspunkte. Und hier sind wir sogar schon an Deck. Ja, ist denn hier nicht noch irgendwo, was man vielleicht mal untersuchen könnte? Oder müssen wir das einfach hier so hinnehmen? Irgendwie ein Schlüssel dabei? Nein, auch nicht. Ja gut, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal raus. Und gucken wir mal, was wir hier so in dieser Kiste haben. Zum Beispiel in meiner Bank. Beseitige alle möglichen Gefahren. Ja, klar, beseitigen wir mal einfach alle möglichen Gefahren. Was für Gefahren haben wir denn hier? Hallo, Gefahr. Oh, da ist eine Gefahr. Was war das? Okay. Wir machen uns wieder unsere Umgebung zunutze. Zeig, was du kannst, bevor ich dich töte. Umgebung. Umgebung, hey, nicht. Ich mach mir die Umgebung zunutze. So. Okay, der da hinten macht mir noch ein bisschen Angst. Da rennen wir jetzt einfach mal rüber. Wir rennen und treten. So. Was macht denn die Glocke? Nee. Okay. Hallo? Ich habe da hier noch jemand gehört. Ihr könnt ruhig kommen. Hey du. Lust auf eine kleine Party schwimmen? Schwimmen? Ach komm. Schwimmen! Nein, schwimmen. Verdammt. Du bist ein Toter. Okay, und Matsche. Müsste frei sein. Okay. Deine hübsche kleine Freundin kann an Bord kommen, ohne sich in ein hübsches kleines Nadelkissen zu verwandeln. Dann lasse ich mal das hübsche kleine Fallrad heran. Saris. Okay. Ich nehme an, wir müssen. Ja, jetzt müssen wir es. Aufgabe erfüllt. Schön. Und? Ah, jetzt kriegen wir sogar von der Lebensanzeige hier reingeballert. Die wird angegriffen. Oder? Ach nee, ist normaler. Okay. Und jetzt? Warten, bis sie hier ist. Ja. Hallo. Ihr seid erstaunlich, Sarit. Ich befreie die Mannschaft und mache das Schiff seeklar. Halte diese Ungeheuer von Bord fern. Wenn du mit der Mannschaft die ganzen Goblins meinst, die habe ich schon freigemacht. Jetzt willst du vor dem anderen hübschen Mädchen aber angeben, oder? Und jetzt? Nekromant von Schiff. Ich lege ab, ah, die kommen jetzt. Ich habe ja eben unten die Balliste gesehen. Da haben wir mal ganz kurz einen so zur Hand gehabt. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich würde die gerne mal ausprobieren. Komm. Verdammt, falsches. Hier und. Okay. Vorsichtig. Zack. Und. Zack. Du da hinten noch. Wir mögen Balliste. Ich meine, die machen Zyklopen mit ein paar Schuss weg. Dann läuft ja immer ganz gut, würde ich mal sagen. Da hinten noch ein paar. Da hinten sage ich noch ein paar. So schön, wie die fliegen. Richtig schön weggefetzt. So mögen wir das. Schießen einfach mal da hinten immerhin, da kommen wir her. Oder auch da. Boah, der ist aber weg hier. So, wartet. Das war's. Okay, dann wieder hoch. Ich kann Arantir riechen, er kommt hierher. Oh, wir mögen Arantir nicht so besonders und deswegen würde ich sagen, hauen wir wirklich mal ab. Hallo, Duda. Wir haben es geschafft. Auf zur Insel. Ich hätte nicht gedacht. Ihr seid erstaunlich. Ich weiß das schon lange. Tergon kümmert euch um die Mannschaft. Sarit und ich lichten den Anker. Zu Befehl, Milady. Sarit, würdet ihr mich begleiten? Es ist wichtig.
Wir folgen ihr in die Kabine. Okay. Hier bin ich. Puh, das gehört nicht zu meinen Stärken. Sarit, als mein Onkel starb, dachte ich, alles sei verloren. Aber irgendwie habt ihr den Kristall zurückerobert. Das Schiff. Ihr habt uns alle gerettet. Ihr habt mich gerettet. Das ist ja widerlich. Weck mich, wenn's vorbei ist. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken und euch sagen, dass ihr mir inzwischen sehr viel bedeutet. Segel gesetzt, Milady. Oh, ja, dann legen wir ab, Tergon. Kann das Schiff endlich ablegen? Diese Kajüte könnte etwas frischen Wind gebrauchen, um die heiße Luft abzukühlen. Ja, können wir? Lichtet den Anker, ja, war ja klar. So. Dann legen wir ab. Ja, war mal eine schöne Sache hier auf dem Schiff. Ganz lustig. Nur jetzt laufen hier die ganzen kleinen Goblins da noch auf dem Schiff rum. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Wir hätten die vielleicht in dem Käfig lassen sollen. Ihr tanzt göttlich, Lord Arantir. Wir sind alle Teil eines viel größeren Tanzes, meine Liebe. Nur folge ich den Schritten viel länger als die meisten. Schau, schau, seht, wer da ist. Wie nett, euch zu uns zu gesellen, Sarit. Wollt ihr eure Bestimmung erfahren oder euer Verhängnis? Nichts ist, wie ihr glaubt. Das erfährt er früh genug. Nur zu, Lea. Tanzt mit ihm, so lange wie er es erlaubt. Erstes Opfer. Keine Sorge, Junge. Sie bleibt nicht euer letztes. So weit, so gut. Wir sind angekommen und von Arantir keine Spur. Aber letzte Nacht hatte ich wieder einen komischen Traum. Xana, Leana, was geht hier vor? Wenn der Schädel der Schatten so vielen Leuten so wichtig ist, muss Fering sich bei seinem Hinweis auf Aufregung mächtig ins Fäustchen gelacht haben. Wenn ich hier je wieder rauskomme, könnte ich ziemlich versucht sein, ihn um eine Erklärung zu bitten. Das ist also die Tempelinsel. Ja, Sarit. Unser Lager war auf der anderen Seite. Wir haben Glück. Die Insel ist voll von feindlichen Orkkriegern und Goblins. Der Tempel ist mit ihren Tunneln durchzogen. Leider ist der Hass gerechtfertigt. Zauberer haben die Orks im Krieg des Blutmondes erschaffen, indem sie Dämonenblut und menschliches Fleisch vereinigt haben. Sie werden unsere Anwesenheit nicht begrüßen. Am Strand scheinen keine Orks zu sein, Milady. Wir können ihnen hoffentlich aus dem Weg gehen, obwohl sie den Tempel schützen. Los, vorwärts! Finde den Tempeleingang. Ja, eine sehr schöne Kulisse hier, muss ich mal sagen. Aber ich würde sagen, die lassen wir uns erstmal vorlaufen, beziehungsweise da vorne warten, weil ich werde an dieser Stelle jetzt hier erstmal die Episode beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe mal, dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Okay, dann tschüss!